Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um den neuen Echo Dot 5 und um einen Vergleich mit seinem Vorgängermodell Echo Dot 4. Was hat sich verbessert und lohnt sich ein Upgrade auf das neue Modell? Optisch hat sich nichts geändert, beide Modelle sehen gleich aus und auch die Größe ist gleich geblieben. Der Echo Dot 5 hat aber etwas an Gewicht zugelegt, er wiegt jetzt mit Display 349 Gramm und ohne Display 340 Gramm. Das Vorgängermodell war ca. 11 Gramm leichter. Es gibt weiterhin hier oben Tasten, einmal für lauter und leise, Mikrofon ein- oder ausschalten und die Aktionstaste. Hier hinten kommt das Anschlusskabel rein und was beim neuen Modell jetzt fehlt, ist der 3,5 mm Audioausgang. Der hatte das alte Modell noch. Was für mich jetzt nicht schlimm ist, da ich diesen ehrlich gesagt noch nie verwendet habe. Was sich jetzt aber zum Vorgängermodell geändert hat, ist einmal der Klang. Und ich finde, den Unterschied hört man. Ich finde, der Bass ist etwas kräftiger geworden und Stimmen sind jetzt klarer. Allerdings immer noch kein Vergleich zum HomePod Mini, der von der Soundqualität um einiges besser ist. Aber eine sehr gute Verbesserung zum Echo Dot 4. Dann hat das neue Modell einen Temperatursensor, was sehr praktisch ist für Alexa-Routinen, dass zum Beispiel bei einer bestimmten Temperatur sich die Heizung ein- oder ausschaltet. Zusätzlich wurde beim Echo Dot 5 ein Beschleunigungssensor verbaut, somit kann man jetzt, wenn man hier oben drauf tippt, die Wiedergabe starten oder auch stoppen, den Wecker unterbrechen oder auch einen Anruf beenden. Ein tolles Upgrade gibt es dann noch beim Echo Dot 5 mit Display und zwar kann man endlich statt nur der Uhrzeit auch Songtitel sich anzeigen lassen. Oder zum Beispiel auch das Wetter. Aktuelle Temperatur. Im Moment ist es 14 Grad Celsius. Und das finde ich ziemlich praktisch. Preislich kostet der Echo Dot 5 60 Euro und gibt es in der Farbe Blau, Anthrazit und Weiß. Und die Version mit Display kostet 70 Euro und ist erhältlich in Graublau und Weiß. Der Stromverbrauch, wenn man das Gerät nicht nutzt, liegt bei ca. 1,1 Watt. Und wenn man zum Beispiel Musik hört, verbraucht der Echo Dot 5 ca. 2,2 Watt. Mein Fazit. Der Echo Dot 5 hat sich optisch nicht verändert, was ich nicht schlimm finde, da er mir äußerlich sehr gut gefällt. Technisch hat sich trotzdem was getan. Der Temperatursensor kann für viele dank der Nutzung mit Alexa-Routinen sehr nützlich sein. Dass man jetzt auch auf das Gerät tippen kann, um zum Beispiel die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen, finde ich gut, könnte aber meiner Meinung nach noch etwas besser funktionieren, zumindest habe ich bis jetzt den Dreh noch nicht ganz raus, wie man es genau bzw. richtig antippt. Klasse finde ich, dass es eine Verbesserung bei der Klangqualität gibt, denn Klang finde ich wichtig. Natürlich sollte man den Echo Dot 5 nicht mit einer richtigen Musikbox wie zum Beispiel einer Sonos One vergleichen, da er natürlich viel, viel kleiner ist und vor allem auch günstiger. Trotzdem gerade im Vergleich mit dem HomePod Mini, der meiner Meinung nach einen überraschend sehr guten Klang hat, sieht man doch, dass noch einiges an Soundqualität in dieser Größe möglich ist. Aber auch da, der HomePod Mini kostet ca. 85 bis 100 Euro. Und gerade beim Prime Day oder Black Friday bekommt man den Echo Dot oft um einiges günstiger wie 60 oder 70 Euro. Ich finde, der Echo Dot 5 ist ein toller kleiner Sprachassistent, den man sich überall hinstellen kann, der gut aussieht und genau das tut, was er soll. Vor allem die Version mit Display, wo man die Uhrzeit, Musiktitel oder auch einen Timer sieht, finde ich eine tolle Idee. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!